alle Bruckner Symphonie, die verfolgen einen roten Faden, das ist ja seine Musiksprache. Die vierte ist vielleicht die eine der populärsten, sagen wir. Vierte und siebente sind normalerweise die, die am meisten gespielt werden. Die vierte vielleicht sogar etwas mehr, die ist etwas kürzer als andere Symphonien und daher kommt beim Publikum normalerweise sehr gut an. Sagen wir so, es ist eine typische Bruckner-Symphonie mit Blöcken von Instrumenten, die miteinander oder gegeneinander eben spielen. Vor allem der Block der Blechbläser ist sehr stark, haben wir eben Trompeten, Posaunen, Hörner, die eine sehr große Rolle spielen. Die Holzbläser werden eher in dieser Symphonie so verwendet für lyrischere, elegischere Teile. Und Streicher sind diejenigen, die wie immer in der Bruckner Symphonie eigentlich den großen, schönen, weichen Klang verursachen. Die erste Idee des Konzertes war eine Bruckner-Symphonie und wir wollten etwas dazu machen, was irgendwie dazu passt, was nicht so einfach ist mit Bruckner. Und wir dachten, statt der üblichen Kombination Mozart-Bruckner oder Beethoven-Bruckner einen romantischen Komponisten dazu zu geben, der irgendwie auch in der Welt von Bruckner mit einbezogen wird, mit seinen böhmischen und östlichen Klängen, was Bruckner sehr oft verwendet in seinen Sinfonien. Und daher ist uns eben Dvořák eingefallen und ein populäres Konzert ist ohne Zweifel das Cellokonzert. Ich habe sehr oft mit Jan Vogler zusammen musiziert. Sehr oft haben wir dieses Konzert zusammengespielt in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Also es ist eine künstlerische Zusammenarbeit, die wir seit vielen Jahren verfolgen und sehr erfolgreich. Wir sind auch persönlich und privat sehr gut befreundet. Also ist ein großartiger Musiker, sehr spontan, sehr einfach in der Arbeit. Er ist sehr bescheiden im Auftreten. Er hat ein wunderbares Cello und spielt großartig. Also ich freue mich sehr, dass wir jetzt wir haben ein paar Jahre Pause, haben wir nicht in den letzten paar Jahren nicht mehr so zusammengespielt, dass wir wieder zusammenspielen können. Ich glaube, das ist sein erstes Mal mit meinem Orchester, also mit der Philharmonie Zürich. Also darüber freue ich mich ganz besonders.